Wir haben in unserem Labor intrazelluläre Ionenkanäle ausgeschaltet, mit der Folge, dass zelluläre Transportprozesse gestört sind und dass dann in der Folge Ebola-Viren diese Zellen nicht mehr infizieren können. Den Transportprozess in der Zelle kann man unter 400-facher Vergrößerung mit dem Mikroskop sehen. Partikel wie das Ebola-Virus dringen in Zellen mittels sogenannter Vesikel vor. Darunter muss man sich kleine Bläschen vorstellen, die die Partikel aufnehmen. Die Verbreitung der Partikel geschieht, indem die Vesikel immer wieder fusionieren und sich wieder trennen. Wissenschaftler um den Pharmakologen Professor Norbert Klugbauer haben die Virenverbreitung in der Zelle gestoppt. Sie haben herausgefunden, dass Vesikel nicht mehr fusionieren, wenn man die sogenannten TPC-Ionenkanäle in der Zelle blockiert. Durch diese TPC-Kanäle senden Calcium-Ionen normalerweise das Signal zum Fusionieren an die Vesikelmembranen. Wir können feststellen, dass die Viren noch in die Zellen hineingelangen können, bis zu einem bestimmten Punkt, und dann ist Stopp. Und das Weitere, das letzte Schritt halt, diese Membranfusion, genau die ist gestört. Und genau hier kommen unsere Kanäle ins Spiel. Sie sind da verantwortlich dafür, dass Calcium aus diesen Vesikeln ins Zytosol ausströmen kann. Und verantwortlich ist es für diese Fusionsereignisse oder Trennereignisse. Die Freiburger Wissenschaftler haben im Labor eine Methode entwickelt, auf die TPC-Ionenkanäle Einfluss zu nehmen. Sie machen sich einen natürlichen Schutzmechanismus der Zellen vor Erregern zunutze. Wenn Viren Bakterien befallen, wird die virale DNA geschnitten und damit inaktiviert. Wir können das System so adaptieren, dass wir diese DNA-schneidenden Enzyme so verändern, dass sie zu unserem Ziel gehen, nämlich dem TPC-Gen, gelangen können und dort den Schnitt durchführen. Die vorliegenden Ergebnisse stimmen optimistisch. Ohne funktionierende TPC-Kanäle in den Zellen scheinen bestimmte Viren keine Chance zu haben. Und wenn wir hergehen und einerseits das Gen von TPC entfernen, dann können die Ebola-Viren diese Zellen nicht mehr infizieren. Und was sehr erfreulich ist auch, wir haben auch einen Wirkstoff, ein Alkaloid, das diese TPC-Kanäle blockieren kann und einen potenziellen Wirkstoff darstellt in Zukunft, um vielleicht eben die Ebola-Infektionsrate doch signifikant zu verbessern.